Diese Pralinen. Mmh. Irgendwie haben die was. Ja, das kann man so sagen. Wahrsagen aus dem Schokoladensatz. Dass da nirgendwo was draufsteht. Was denn? Eine Geheimformel? Na, die Adresse. Wie soll ich denn jetzt mit dieser Französin Kontakt aufnehmen? Ah, Meinung geändert. Naja. Wie war das? Pralinen-Terror? Ich bin da wohl einen kleinen Tick zu voreilig gewesen. Ach nee. Meinst du, ich kann die Frau nochmal ansprechen? Auf jeden Fall. Praline in meinem Laden, gar nicht so schlecht, ne? Hallo. Ich dachte, ich starte noch einen zweiten Versuch, Sie zu verführen. Darf ich? Ja, bitte. Was hat das hier, das weltberühmte Pralinenballett? Nachdem die Teile bei uns so eingeschlagen haben, dachte ich, das würdest du ihr Angebot annehmen. Heute werden uns die Bude nach den Dingern einrennen. Ja, vor allem Carlos. Geschwindigkeitsrekorde brechen. Willkommen in der Welt der Schokolade. Das Wichtigste dabei ist die Qualität. Das hier zum Beispiel ist eine Quirolo-Bohne aus Venezuela. Und das hier ist eine Forastrea-Bohne aus Bahia, Brasilien. Riechen Sie den Unterschied? Und nun zu dem Wichtigsten. Den Gewürzen. Gewürze? Chili, Vanille, Zimt, Kardamom, Muskat, Koriander. So viele Gerüche, so viele Gefühle. Glutvolle Leidenschaft oder die sanfte Brise von einer guten Freundschaft. Das alles und noch viel mehr lässt sich mit Gewürzen hervorzaubern. Ja, und was ist, wenn man nur Schokolade essen will? Meine Pralinen sind Kunstwerke, die isst man nicht einfach nur so. Wir sind hier aber kein Museum. Was wollen die denn kosten, ihre Kunstwerke? Es geht nicht um den Preis. Es geht um die Philosophie. Die Philosophie der Schokopraline. Erstes Semester. Essen oder nicht essen? Das ist hier die Frage. Ihre Ware darf preislich nicht aus dem Rahmen eines übrigen Angebots. Oh no, ich bin mir sicher, dass meine Spezialkreation ganz wunderbar in Ihr Geschäft passen. Tatsächlich. Hi. Und, ist der Deal eingetütet? Ist er? Sieht so aus. Ja, wow. Darauf müssen wir doch anstoßen. Ich kenne ein tolles Lokal, gleich um die Ecke. Das gehört zwar durchgeknallt in Spanien. A votre... Chanté. Und darauf, dass Sie uns möglichst lange Marino verhalten bleiben. Wenn man mich so lange braucht. Ja, klar doch. Unbedingt. Sie interessieren sich für Pralin? Pralin? Ja. Also ich würde Ihnen... dunkle Schokolade mit Nougat-Zimt und einem Hauch vom Pfefferminz empfehlen. Ah ja? Ja, Sie brauchen was Erdendes, Beruhigendes und Abkühlendes. Oh, das Abkühlen wird jetzt wirklich schwer. Eine kalte Dusche wird schon reichen. Ich denke, das wird schneller gehen, als Sie glauben. Seit dem ersten Moment, wo ich Sie gesehen habe, da war diese Magie. Oh, da hat wohl einer seinen Kinderzauberkasten wieder gefunden. Ich bin nicht die Richtige für Sie. Ganz genau. Woher wollen Sie das denn wissen? Vertrauen Sie mir. Ja, aber... Sie werden Ihre Traumfrau finden. Aber ich bin es nicht. Die hat er doch schon längst gefunden, der Blindfisch. Okay, ja, ich muss wieder zur Arbeit. Tschö. Sorry. Da hatte Carlos Scharnflammenwerfer wohl eine Ladehemmung. Trüffel sind die Könige unter den Pralinen. Zart schmelzende Creme verträgt sich besonders gut mit anregenden Gewürzen. Die warme Trüffelmasse wird in einem Eiswürfelbad mit einem Schneewesen schaumig gerührt. Denn nur so erhält sie ihre schmelzende Konsistenz. Wo haben Sie das eigentlich alles gelernt? Das muss ja ziemlich schwierig sein, so allein durch die Welt zu reisen. Augen zu und probieren. Was schmecken Sie? Nein, was fühlen Sie? Mmh.
Würze. Da ist Schärfe. Das fühlt sich irgendwie an wie... wie Sand. So weich. Sehr gut. Und wie ist es bei Ihnen? Oh, ich weiß nicht. Nur zu. Das schmeckt wie Sommer. Zitronig. Aber auch süß. Wie Honig von einer Sommerwiese. Ganz hervorragend. Sie können die Augen jetzt wieder aufmachen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick geben, was Pralinen für mich bedeuten. Ja, es ist tatsächlich eine Kunst. Auch ohne Museum. Das freut mich, dass ich... Ah, Merdalo, ich breche mir noch die Zunge ab an diesem See. Wollen wir uns nicht einfach duzen? Je m'appelle Juliette. Kerstin. Heidi. Das muss jetzt aber wirklich begossen werden. Vorhin, der Typ, der sie, der dich angesprochen hat. Herr Garcia? Ja, ist er... Findest du ihn wirklich nicht attraktiv? Meine Leidenschaft gehört mehr der Schokolade. Ah. Bitteschön. Die Herzpralinen. Oui? Was genau ist da drin? Ach, das wissen nur ich und meine Großmama. Aha. Weil ihre Wirkung, die ist mir nämlich... Ich weiß. Ihr habt ein Leben. Juliette und ich, wir sind uns einig. Ich sehe himmlisch süßen Zeiten entgegen. Auf gute Zusammenarbeit.